Jo Leute, mein Name ist Janel. Ihr seid heute zu Gast in meinem Home-Studio und ich zeige euch heute einmal, wie ich den Beat zu Sag wer weiß von Jay Jason gemacht habe. Sag wer weiß, wird es uns bald wirklich besser gehen? Uns bald besser gehen, keiner weiß, wie es ist, frei zu sein wie ein Schmetterling. Wie ein Schmetterling. Also, der Beat ist 2017, Mitte, Ende 2017 entstanden und es war wirklich so, dass ich, glaube ich, drei Versionen hatte zu dem Beat. Ganz am Anfang waren die Drums komplett anders und ich hatte auch noch ein Sample in dem Beat. Den Beat habe ich dann nochmal anders gemacht, bin da mehr so in die Boom-Bap-Richtung gegangen. Zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir das Album Hinterhof Boogie von Ago Picasso und Razor produziert haben und dieses Album geht so in die Boom-Bap-Richtung. Deswegen war ich zu dem Zeitpunkt so ein bisschen in den Boom-Bap-Film und dann habe ich die Drums ausgetauscht. Wir hatten dann aber immer noch das Sample im Beat. Und da war es so, dass wir in einer Session waren mit Hannes zusammen. Das ist ein guter Freund von mir, sehr, sehr guter Pianist. Und er hat uns Melodien eingespielt zu zwei anderen Songs von dem Album. Und dann hatten wir die Idee, wir haben doch noch den Song mit dem Sample. Kannst du da noch nicht etwas einspielen, was so in diese Richtung geht? Gesagt, getan, er hat sich hingesetzt, hat dann eine sehr geile Melodie eingespielt. Die Melodie ist dann auch im Song geblieben und so ist im Prinzip der Beat dazu entstanden. Ich würde sagen, ich spiele den Song jetzt einmal kurz an und dann schauen wir uns die einzelnen Spuren dazu an. So, ich habe jetzt die Session mal geöffnet und spiele den Song jetzt mal kurz an. So, ich würde sagen, das war jetzt schon mal ein kleiner Einblick und jetzt schauen wir uns die Spuren einfach mal an. Und anfangen würde ich mit dem Piano. Das Piano ist von Contact Library und zwar ist das das Maverick Piano und von dem Maverick das Deep Maverick Piano. Also Maverick finde ich ein sehr geiles Piano, benutze ich auch wirklich oft, wenn ich Pianos einspiele. Und ja, finde ich, hat wirklich sehr geilen Klang. Und dann würde ich anfangen mit den Grundakkorden von dem Piano. Genau, das sind so die Grundakkorde, also alle vier Takte ist da so eine kleine Variation drinnen. Und dann gibt es noch eine Melodie, die so ein bisschen höher eingespielt ist. Die klingt so. Genau. Und was ich jedem empfehlen würde, wenn ihr Pianos einspielt, dann aktiviert auf jeden Fall das Sustain-Pedal. Also das könnt ihr hier unten bei Sustain aktivieren. Ist wichtig bei Pianos, weil ihr wisst ja, bei einem normalen Piano gibt es ja auch immer das Sustain-Pedal und das benutzt man, wenn man Piano spielt. Und da hört sich das Piano einfach viel, viel besser an. Also es hört sich voller an und ja, also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr ein Piano einspielt, dann aktiviert auf jeden Fall immer das Sustain-Pedal. So, das waren die zwei Grundmelodien. Die gehen dann so den ganzen Part durch und in der Hook gibt es dann nochmal eine Melodie, die ein bisschen schneller eingespielt ist und die klingt dann so. Thank you.
genau. Und dann, wenn man alle drei Pianos dann zusammennimmt, dann hört sich das Ganze so an. Dann schauen wir uns als nächstes mal die Drums an. Und bei den Drums habe ich dieses Instrument hier verwendet. Und zwar ist das von Dope VST Beat Machine. Und das hat mir mein guter Freund Ziggy Brown empfohlen. Grüße hier an Ziggy. Und zwar ist es ein sehr geiles Plugin für Boom Bap Old School Beats. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal die Drums an. Ich spiele jetzt die einzelnen Drums einfach mal ab. Die Kick. Und bei der Kick habe ich hier noch den Sausage Fattener von Dada Life draufgelegt. Auch ein sehr geiles VST, gerade für Drums. Und da habe ich die Fatness einfach mal komplett auf 25% aufgedreht. Also verwende ich wirklich sehr oft, auch auf einzelnen Drums oder auch auf dem Drumbus. Also ist ein sehr geiles Instrument oder ein sehr geiles Effekt-Plugin. Und dann habe ich auf die Kick noch den Transient Master von Native Instruments draufgelegt, weil mir die Kick so eine lange, nachhallende Sustain irgendwie hatte. Genau. Als nächstes kommen wir zu Snare. Und bei der Snare, Alter, habe ich einfach mal 6 Snares übereinander gelegt. Aber es war irgendwie im Prozess, also wo ich den Beat gemacht habe, hat mir die Snare einfach noch nicht fett genug geklungen. Und deswegen habe ich einfach mal 6 Snares übereinander gelegt. Ich spiele die jetzt nicht alle einzeln ab. Das wäre, glaube ich, ein bisschen langweilig. Deswegen spiele ich einfach mal alle zusammen ab. Und dann werdet ihr schon merken, warum ich das Ganze so gemacht habe. Ja, also für mich klingt es genauso, wie ich es haben wollte. Es würde vielleicht in manchen Fällen auch einfach ausreichen, das richtige Sample zu suchen. Aber in dem Fall war es so, dass sich das im Prozess einfach so ergeben hat, dass ich einfach da mehrere Snares übereinander gelegt habe, dass sich das dann so anhört, wie ich das haben möchte. Als nächstes kommt dann die Hi-Hat. Und bei der Hi-Hat habe ich einfach nur einen normalen Logic EQ draufgelegt mit einem Low-Pass-Filter bei 80 Hertz und so ein bisschen die Höhen hier rausgefiltert. Und dann natürlich im Panorama die Hi-Hat nochmal nach links gelegt. Dann als nächstes kommt eine Open-Hat. Genau, und als nächstes ein Shaker. Und dann noch ein Tambourin. So, und dann habe ich hier in der Hook auch nochmal Hi-Hats eingespielt, einfach um dann in der Hook nochmal so eine kleine Variation reinzubringen. Die klingen so. Und dann habe ich nochmal einen Shaker eingespielt.
Genau. Und die Drums hören sich dann so an. So viel zu den Drums und dann schauen wir uns einfach das nächste Instrument an. So, das nächste Element im Beat ist der Bass und beim Bass habe ich Trillian verwendet. Also Trillian wirklich ein sehr geiles Instrument, wenn es um Bässe geht, also entweder akustische Bässe oder auch synthetische Bässe, also kann ich sehr empfehlen, ist von Spectrasonics und beim Also ich habe da das Preset Marcus Hoodboom verwendet und das hört sich dann so an. So viel zum Bass. Ja, das war es dann so im Part eigentlich. Also mehr passiert da im Part auch nicht. Und in der Hook kommen dann noch diese zwei Elemente dazu. Das ist einmal ein Chor. Und bei dem Chor habe ich einfach von dem internen Sampler von Logic. Das war damals der EX24, jetzt heißt der Sampler einfach nur und da habe ich so ein Chor Chamber Assemble heißt der verwendet und der klingt so. Genau. Und da habe ich auch einfach nur einen Low-Pass-Filter draufgelegt. Und das letzte Element sind dann hier diese Trombones. Die sind auch von Logic intern. Und zwar heißen die Trombones Plus. Und die klingen so. Das waren im Prinzip die Instrumente im Beat. Ich spiele jetzt einmal die Hook nochmal im Gesamten ab. Ja, das war's auch im Prinzip schon mit dem Beat. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und schreibt mir doch einfach in die Kommentare, wie hat euch das Video gefallen und was wünscht ihr euch als nächstes? Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Sag, wer weiß, sag, wer weiß, wie es uns